Hallihallo Leute, heute gucken wir uns Link's Awakening in Minecraft an. Ja, ich finde tatsächlich immer noch Maps, die mich persönlich ansprechen. Es ist schwerer geworden jetzt nach den ganzen Videos, die ich mittlerweile produziert habe in Minecraft. Aber wer da so ein bisschen nachsucht, der wird auch fündig. Klar könnte ich auch irgendwas vorstellen, was vielleicht nicht so spektakulär ist oder irgendwie nur so eine Kleinigkeit. Aber da habe ich keinen Bock drauf, da bin ich ehrlich, das ist nicht in meinem Interesse, das ist vielleicht auch nicht nur in eurem Interesse. Ich möchte ja, wenn schon, was Schönes zeigen, ne? Also, wir befinden uns hier in Link's Awakening. Das kann ich euch mal einfach mal zeigen. Das sieht man dann vor allen Dingen an der Map, wenn ich einfach mal so hochfliege. Es ist unfassbar. Es ist so geil, wenn man das Spiel kennt, wenn man die Map vor allen Dingen kennt, sieht sie wirklich richtig, richtig gut und vor allen Dingen realistisch da auch danach aus. Klar, in Mikroverhältnisse, aber es ist schon echt gut. Wir können sogar die Häuser betreten, wenn man mal so guckt. Ja, hier die Betten nachempfunden bei unserem Typen, der uns gefunden hat und wir dann aufgewacht, soweit ich mich erinnern kann. Ja, klar ist dieses Game auch mehr oder weniger von oben und nicht 3D. Deswegen sieht die Welt halt auch, ja, das Beste, was man halt draus machen konnte, sagen wir es einfach mal so, ne? Wir können erstmal, bevor wir weitergehen, zum Strand gehen. Der müsste hier unten sein. Ja, gehen wir einfach mal runter. Ist das hier schon der Strand? Oh, sieht so verdammt gut aus, ne? Hier sind dann die ganzen Octorocks. Und beschmeißen dich mit irgendwelchen Perlen. Aber ja, hier können wir einmal über den Strand gehen. Ist schon geil, muss ich sagen. Vor allem kannst du auch in die meisten Gebäude auch einfach reingehen. Ist zwar ein bisschen verbuggt, ich habe noch schon mal getestet ein bisschen. Manchmal wirst du auch irgendwie unterhalb der Map gespawnt. Gibt es hier Items? Nee. Wäre auch zu schön, wenn da irgendwas gewesen wäre. Gehen wir erstmal wieder nach hier oben. Da möchte ich nicht rein, nee. Hoppala. Ja. Und schon sind wir wieder oben. Hier oben war dann noch auf dem Berg ein paar Gebäude, die auch recht interessant sein könnten. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein bisschen verbuggt hier, das mit dem Schatten. Aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem, was wir hier haben. Okay. In 5 Minuten. Wir gehen einfach mal den Weg hier entlang. Oder schweben. Wo finden wir denn, wo kommen wir denn dahin? Schloss Hyrule wäre natürlich Bombe. Ah, ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Ist das Schloss Hyrule? Könnte sein, ja. Ist es doch sogar, ne? Schloss Hyrule war ja hier etwas kleiner geraten. Aber ey, das ist Schloss Hyrule. Wollen wir mal kurz mal reingehen? Gucken? Oder ist das ein Dungeon? Nee, das ist ein Dungeon. Okay, ich dachte, wäre Schloss Hyrule. Oder ist es doch Schloss Hyrule? Es könnte doch Schloss Hyrule sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Lass mal hochfliegen. Ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel nie wirklich lang gespielt und ausgiebig. Deswegen verzeiht mir das bitte. Aber ich könnte schwören, dass das Schloss Hyrule gewesen ist. Naja, gut. Weiter geht's. Lasst uns mal... was gibt's hier noch für schöne Gebiete? Wir haben hier natürlich noch ein kleines Wüstengebiet. Das ist irgendeine Farm hier wahrscheinlich. Auch sehr cool, das einfach mal so von oben zu sehen. Ich lasse einfach mal das HUD weg. Ja, lass uns einfach mal ein bisschen den Berg erklimmen. Alles bewässert hier. Gibt es hier denn wenigstens was zu looten? Du kommst natürlich auch nur hoch, indem du natürlich hier unterwärts einmal, ne? Das Ganze betrittst. Das sieht
natürlich schon echt heftig aus hier. Sorry, ich musste gerade mal ein bisschen unterbrechen. Ich bin auch derweil mal auf Toilette und alles andere gewesen. Ja, also um nochmal zurückzukommen. Wir gehen einfach mal so ein bisschen den Berg hoch. Und guck mal, was wir hier so eventuell in dem Turm so begutachten können. Bin gespannt. Ob wir jetzt hier direkt in den Turm reinkommen? Tatsächlich. Boah. Genauso ein geiler Dungeon, wa? Aber ich merke schon, die sind alle ähnlich aufgebaut, ne? Klar, Zelda-orientiert, ne? Und wie die Dungeons halt früher so gewesen sind. Aber das sieht doch schon mal ziemlich, ja, cool aus. Also man kann sich richtig vorstellen, wenn man jetzt hier so oberhalb ist, wie hier, ja, der Link so ein bisschen rumläuft und sich die Gegner kaputt kloppt, ne? Ich finde auch generell, wenn wir das mal so von oben herab uns begutachten, dann kriegen wir vielleicht auch nochmal ein besseres Bild von der ganzen Karte. Jetzt habe ich mich hier so verirrt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hier wieder rauskomme. Gute Frage. Ich weiß es nicht, wo kamen wir her? Hier, ne? Genau. Ja, das ist schon mal der Turm hier. Guck mal, bist sogar bis oben hin erklimmen und von das, die Welt hier nochmal von oben zu sehen, das ist. Ah, ist echt crazy. Das ist echt crazy. Hier haben wir diese ganzen Holzbrücken, auf dem man so gegangen ist. Ich weiß nicht, wie war denn damals immer so die Perspektive von dem Spiel? War das so relativ schräg von oben? Oder war das von schräg von irgendwie schräg von oben so? Ich glaube, so war das. Das ist doch dieses berühmt-berüchtigte Ei, wenn mich nicht alles täuscht, ne? In dem geht es ja einfach darum auch, letzten Endes in dem Spiel hier. Gehen wir mal ins Ei. Okay. Komisch. Komische Welt. Aber sieht gut aus. Hier unten ist nochmal ein bisschen Sumpf. Wahnsinn. Es braucht halt einfach nicht viel, aber man kann wirklich so eine ganze The Legend of Zelda Map in Minecraft nachstellen, wenn man kreativ genug ist. Ich finde das unfassbar. Auch hier oben mal herumzulaufen, ist schon krass. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas Entscheidendes, was Wichtiges, was man vielleicht noch zeigen kann? Ja, ansonsten so die Overworld ist so das Spannendste, denke ich mal. Und die haben wir, da haben wir jetzt einen guten Überblick von zu bekommen, denke ich mal. Sie passt zwar gerade nicht ganz so hier rein. Aber ich bin sehr überrascht auf jeden Fall. Sieht gut aus, ne? Wie die echte als Vorgabe. Ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Soll es gewesen sein, etwas kürzer diesmal. Aber sehr, sehr interessant und sehr gut gemacht auf jeden Fall.